Hallo meine Damen und Herren, in unserem heutigen Screencast wollen wir beginnen mit den Kostenstellen, die Kostenstellenrechnung auch einmal anhand von Übungen etwas intensiver durchzugehen. Und wir werden hier in dieser ersten Übung ganz vorne anfangen, nämlich es geht um die Verteilung von Gemeinkostenarten auf verschiedene Kostenstellen. Sie sehen, in der Aufgabe haben Sie folgende Situation. Sie haben Kostenkonten, die zum Monatsabschluss die hier aufgeführten Werte bzw. Zahlen auflisten. Das fängt an beim Fertigungsmaterial von dem Kostenkonto 403 mit 410.000 Euro, geht weiter über Hilfsstoffe, Energiekosten und so weiter, bis hin zu der Kostenart 496 Sondereinzelkosten Vertrieb, also SEK bedeutet Sondereinzelkosten, nicht Sondereinsatzkommando, ja, also SEK Vertrieb, Sondereinzelkosten Vertrieb, 49.100 Euro. Das sind die verschiedenen Kostenarten, die in dieser Tabelle aufgegliedert sind. Und Sie sollen diese Gemeinkosten, was ja primäre Gemeinkosten sind, weil sie von außen auf das Unternehmen kommen, auf die vier Kostenstellen, die Sie gleich auf der nächsten Seite sehen werden, unter Verwendung der da aufgeführten Verteilungsschlüssel verteilen. Dann sollen Sie als nächstes noch Gemeinkostenzuschlagsätze errechnen. Erinnern Sie sich nochmal, was wir da in der Theorie zugesprochen haben. Die Bezugsbasis für die Verwaltungs- und Vertriebsgemeinkosten steht hier, sind die Herstellkosten des Umsatzes. Ja, schauen wir uns doch mal auf der nächsten Seite die entsprechenden Verteilungen an. Sie sehen, wir haben hier die vier Kostenstellen Material, Fertigung, Verwaltung und Vertrieb. Wir haben hier links die verschiedenen Konten aufgeführt und die entsprechende Verteilungsgrundlage. Also zum Beispiel bei dem Konto 404 ist die Verteilungsgrundlage sind die Einzelbelege. Da sind also schon 3.600 Euro für Material, 28.700 für Fertigung und 5.600 für den Vertrieb anhand der Einzelbelege zugeteilt worden. Den Rest des Kontos 404, den sollen Sie der Verwaltung zuordnen. Bei der Kostenart 42, also Konto 42, schauen wir nochmal zurück. 42, das waren die Energiekosten. 404, was wir eben gesprochen haben, waren die Hilfsstoffe. 42 Energiekosten, also diese 84.000 Euro, die sollen Sie anhand der verschiedenen Stromzähler, die offensichtlich im Material, Fertigung, Verwaltung und Vertrieb vorhanden sind und der darauf abgelesenen verbrauchten Kilowattstunden verteilen. Sie sehen also hier, wie viele Kilowattstunden hat Material, Fertigung, Verwaltung und Vertrieb jeweils verbraucht, nämlich 8.000 Kilowattstunden zum Beispiel das Material, und sollen jetzt die in der Tabelle angegebenen 84.000 Euro anhand der jeweiligen Verbräuche auf die vier Kostenstellen verteilen. Und in dieser Art und Weise sollen Sie das für die verschiedenen Kostenstellen machen. Achten Sie darauf, dass Sie bei den verschiedenen Kostenarten immer genau schauen, was ist die Verteilungsgrundlage und die entsprechend anwenden. Was Ihnen jetzt vielleicht schon aufgefallen ist, ist Folgendes, komisch, hier fängt es mit der Kostenart 403 Fertigungsmaterial an. Die fehlt aber hier auf der nächsten Folie. Da geht es erst mit 404 los. Warum kann das wohl so sein? Ich will es Ihnen sagen. Ja, wenn Sie mal drüber nachdenken, Fertigungsmaterial sind ja keine Gemeinkosten. Fertigungsmaterial sind Einzelkosten und Sie sollen die Gemeinkosten ja verteilen. Also Sie haben in dieser Tabelle, die hier auf der Seite 25 angegeben ist, sowohl Einzel- als auch Gemeinkosten angegeben, sollen aber nur die Gemeinkosten anhand der Schlüssel, die auf der nächsten Seite angegeben sind, verteilen, brauchen aber die Einzelkosten natürlich trotzdem, und zwar, weil sie ja die Verteilung vornehmen sollen zunächst und dann die Gemeinkostenzuschlagsätze ausrechnen. Und da können Sie sich daran erinnern, die Zuschlagsätze bilden ja eine Verhältniszahl da in Prozent zwischen den Gemeinkosten
und den entsprechenden Einzelkosten. Denn das ist jeweils die Bezugsbasis. Ja, meine Damen und Herren, ich hoffe, die Aufgabenstellung ist Ihnen damit klar genug. Ich hoffe, Sie haben auch viel Erfolg und Spaß bei der Berechnung. In einem der nächsten Screencasts werden wir dann die Auflösung gemeinsam betrachten und dann werden Sie sicherlich viele von Ihnen sehen, dass Sie goldrichtig gerechnet haben, was mich sehr freuen würde. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Bis dann. Tschüss.